Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Frühstückstalk. Schneckkisten-Basti und wir spielen heute Donkey Kong Country Land. Nee, Quatsch. Nicht Donkey Kong Country Land, sondern Donkey Kong Land. So, das ist ein Gameboy-Spiel, das ich vor Jahren mal gespielt habe. Das ist wirklich schon Jahre her. Dann schauen wir mal ein bisschen, wie wir damit klarkommen. Ich habe heute auch nur so eine Dreiviertelstunde Zeit. Oh Gott. Steuerung ist falsch rum. Oder? Ich muss mir das mal eben kurz anders legen. Hä? Wieso ist das so? Aha, so können wir spielen. Hä? Nun gut, ich bin gespannt. Sieht ja erstmal ein bisschen aus wie das erste Donkey Kong Country. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Das ist halt zu jedem Donkey Kong Country Teil auch irgendwie so ein Donkey Kong Land Teil gab. Ja. Guck mal einmal nicht hin, ey. Kommt direkt so ein Vieh. Ah. Ich spiel mit Diddy Kong. Was machst du denn da oben? Hm? Ist das jetzt schon die Schneewelt? Schwarz-Weiß macht mir natürlich auch so ein bisschen. Macht mir ein bisschen zu schaffen. Weil die Sprites irgendwie so in die Umgebung mit übergehen. Oh, was ist das denn? Hallo? Ah, mir fehlt das O. Hörst
du denn, der Kleine? Warum kratzt du die ganze auf dem Tisch? Kannst du bitte damit aufhören? Ih, was ist das denn? So. Das war knapp. Das war schon. Gut. Level 3. Es ist eigentlich ganz cool. Ich dachte, es spielt sich schlechter. Aber bin eigentlich positiv überrascht. Oh. Auch wenn sie manchmal so ein bisschen schwerfällig sind. Aber das ist wohl, es bleibt wohl nicht aus. Das meine ich mit schwerfällig. Ich habe das Gefühl, dass Diddy Kong schwerer ist als
Donkey Kong. Das sollte er eigentlich nicht sein. Oh, das war aber wirklich gerade knapp. Okay. Fragezeichen. Ich habe 3 Level und es waren 7%. Das heißt, ein Level ist roundabout 2%. Dann müssen es ja 50 Level geben. Ja, wir schauen mal, wie viel wir spielen heute. Oh. Ach, witzig, wenn ich die Biene treffe, dann bin ich direkt tot. Aber ist auch cool, weil die Level kann man eigentlich erst mit Donkey Kong Country 2. Wieso soll das bitte gehen? Meine Güte. Das funktioniert nicht. Hä? Okay, es funktioniert doch. Ich finde es immer ein bisschen bedrohlich, wenn man nicht sehen kann, was oben kommt, als nächstes kommt, oder wenn er sich direkt an so diesem blöden Ding festhält. Finde ich nicht so cool. Hallo? Ah. Erstmal wieder ein paar Leben farmen hier. WTF. Okay. Dieses Spiel. Also die anderen Level gefallen mir auf jeden Fall besser als das hier. Das war knapp. Sieht hier auch alles so gleich aus.
Nein, du sollst nicht runterfallen. Hi Johnny. Bananen-Game-Cartridge. Ja, ich hatte das leider nie. Ich hätte das bei einem Bekannten damals immer spielen müssen. Der wollte es immer selber haben, aber meine Eltern haben es mir nie geschenkt. Ich hatte dann halt dafür alle Super Nintendo Donkey Kongs. Aber ich dachte mir, ich hatte so eine Erinnerung daran und die wollte ich halt wieder aufleben lassen. Und ja, also bis zu diesem Level war das Spiel echt cool. Okay, ich lege einfach Bomben, klar. Weißt du, wie lang das Spiel ungefähr ist? Hä? Hab ich nicht gesehen. Ach, komm schon. Ah, okay. Schade, weil es, das würde mich ein bisschen interessieren, ob man das irgendwie in einer Dreiviertelstunde durchspielen kann. Ich weiß auch nicht, wofür diese Münzen sind. Finde dann und wann welche, aber es wird nirgendwo aufgezeigt. So, hey, du hast jetzt hier eine Münze. Ah, okay. Ja, die Donkey Kong Spiele sind natürlich auch immer ein bisschen härter gewesen als so die Mario Dinger. So. Klapptrapp. Ja, das stimmt. Also ich meine, das ist ja wirklich der erste Game Boy. Es ist ja hier nicht Game Boy Color oder irgendwas. Man merkt die Limitation gegenüber dem Super Nintendo, vor allem darin, dass das ganze Level nicht geladen werden kann und die einzelnen Gegner, sobald sie aus dem Blickfeld heraus sind, also dem Bild vom Game Boy, dass die dann nicht mehr geladen werden. Und man halt stirbt, wenn man runterfällt, was bei Donkey Kong ja nie ist. Fällt man runter, also wenn man jetzt hier im Schiff hochklettert und da runterfällt. Und bei Donkey Kong ist das ja eher so, man muss dann halt das ganze Level nochmal machen. Von vorne, aber ohne, dass man stirbt.
Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Aber dafür, was das ist, macht es der Game Boy sehr, sehr gut. Ah. Dann geh doch rüber. Ja, wo muss ich hin? Ah, hier muss ich hin. So. Ah! Aber es ist sehr träge zu spielen. Es ist nicht so schön smooth wie die SNES-Teile leider. Da musste ich nicht hin. Okay. Bonuslevel. Bonuslevel interessieren mich heute nicht. Selbst die Bananen werden wieder geladen. Ist schon ein bisschen witzig. Nein! So. Hier lang. Ey, hallo? Wenn wir hier oben klettern, dann können die gar nicht spawnen. Warum klettere ich oben lang? Hä? Was war das denn? Manchmal hat das Spiel noch Probleme. Ich könnte mir vorstellen, dass mich das als Kind ziemlich frustriert hätte, dieses Spiel. Jau.
Okay. Achso, dann wäre hier von da unten geschossen. Ja, das war ein bisschen dumm, ne? Mal ganz kurz gucken. So. Pardon. Kann sie also nicht fallen lassen. God, fuck you! Ist hier nicht irgendwo ein kleinen Donkey, den ich kriegen kann? Oder Diddy besser gesagt? Na gut. Never mind. Hä? Ach so. Stimmt, ich habe ja noch keinen Diddy gehabt. Ey, hallo! Das ist hier aus dem allerersten Level jetzt gerade. Okay. Erstmal wieder ein Leben geholt. Das ist schon mal gut. Das ist jetzt nicht mehr erstes Level, das ist jetzt irgendwie dritte Welt. Nur, dass das Ding sich super langsam bewegt, während die Zingas super schnell sind. Und man keine Chance hat, nach unten zu kommen. Aber okay, das Spiel ist sehr fair. Nein, es macht Spaß. Es macht Spaß. Und es ist auch fordernd. Aber es hat auf jeden Fall den einen oder anderen Schwachpunkt. Was man ihm aber auch nicht verübeln kann. Okay, Mitte haben wir. Hallo, ich hab eine Rolle gemacht. Du blöde Sau.
ist das bitte? Oh, jetzt stand ich da nicht. Ich depp. Ach, das ist ja geil. Ich hätte für jede Münze ein Leben bekommen. Naja. Gut. Immerhin zwei. Oh, cool. Ist immer noch World 1. Die World 1 schaffen wir heute noch. Das hoffe ich zumindest. Achso. Diesmal keine 20. Ah! Scheiß Eis. Ey, hallo. Ach so. Das sind jetzt, verstehe ich, diese Bonusmünzen sammelt man ein. Und da, die kann man in diesem Bonuslevel verschießen. Scheiße. Nee. Oh, da war was. Da will ich jetzt hin. Vielleicht schaffen wir die erste Welt gar nicht mehr, weil ich nicht genügend Leben habe. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben es eh gleich schon viel vor. Aber da will ich jetzt noch hin. Das will ich jetzt haben. Man kann nicht springen daraus. Okay, wir holen jetzt erst ein Leben. Ich hoffe, wir holen uns ein Leben. Yes. Wie soll das funktionieren? Wie soll man da dran kommen, bitte? Nice. Oh, was ist das? Ich glaube, das ist ein Boss. Stirb doch endlich! Meine Katze miauen schon wieder. Geil! Ich glaube, für heute war es das. Oh nein, das wollte ich nicht. Ah, dann machen wir es jetzt noch.
Ups. Ja, reicht jetzt für heute. Morgen gibt's Final Fantasy 7. Und Sonntag auch. Jetzt ist es raus. Und heute gibt's gar nichts mehr. Ich muss jetzt gleich auf der Arbeit, dann muss ich auf Weihnachtsfeier, dann muss ich auf den Geburtstag und dann muss ich noch was machen. Und dann stehe ich morgen relativ früh auf, um Final Fantasy lange zu spielen. Weil ich glaube, ich brauche da ein bisschen was. Ich werde es wahrscheinlich in diesem Wochenende nicht beenden können. Darum wird es direkt im Januar weitergehen. Jeden Donnerstag kommt Final Fantasy 7 dann dran. Ich wünsche euch schon mal ein schönes und erholsames Wochenende. Zeit morgen. Ich versuche es so auf 9:30. Also ich werde heute Abend nichts trinken. Und versuche relativ früh im Bett zu sein und dann irgendwie so gegen gemütlich aufzustehen. Und dann wird es so 9:30, denke ich. Vielleicht auch 10:30. Aber so in dem Rahmen zwischen 9:30 und 10:30. Und da ich das ja, also ich werde es mehrere Stunden spielen morgen, denke ich, hoffe ich, dass das alles klappt. Von daher. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Im Laufe des Tages. Oder am Sonntag. Also dann. Bis dahin.